Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog von uns. Ja, was soll ich sagen? Es ist wieder eine Woche vergangen und ich erzähle euch mal, was in dieser Woche so alles geschehen ist. Ganz viel Spaß beim Video. Ja, was ist alles passiert in dieser Woche? Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wo ich anfangen soll. Ich habe eine dritte Diagnose bekommen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe eine dritte Diagnose. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich starte. Ich habe es letzte Woche Dienstag gefilmt und am Mittwoch, genau, habe ich abends, Nachmittagabends, richtig schlimme Schmerzen am Rücken wieder hinten bekommen. Also so schlimm, dass ich wirklich abends den Rettungsdienst rufen wollte, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe vor Schmerzen. Dann habe ich aber gedacht, okay, es war schon ziemlich spät, irgendwie 9, halb 10. Ich nehme mir noch meine Ibuprofen. Also eine Schmerztablette und leg mich hin. Und genau, dann habe ich auch quasi die Nacht überstanden, sage ich mal so. Und den Morgen war es aber absolut nicht besser. Also mir ging es so schlecht. Ich konnte Maddox auch nicht in den Kindergarten fahren. Ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, Auto zu fahren. Also ich hatte so Schmerzen, dass meine Mama mich morgens angerufen hat und gesagt hat, sie nimmt sich frei, sie fährt jetzt mit mir zum Arzt. Also das kann sich ja keiner mehr angucken. Es ist ja wirklich, also ja, eine Tortur langsam. Naja, Maddox konnte zum Glück dann bei meiner Schwiegermama bleiben. Die hatte frei und somit war er dann versorgt und musste nicht mit zum Arzt. Er war dann hier. Ja, und dann bin ich zu einem Urologen gefahren, weil ich dachte, Nieren, Nierenkrämpfe, Nierensteine, was auch immer. Weil der letzte Verdacht ja war auf eine Nierenentzündung. Bin ich da gut aufgehoben. Genau, ich habe da morgens angerufen und die haben auch sofort gesagt, kommen Sie vorbei. Zwar mit Wartezeit, aber kommen Sie auf jeden Fall direkt vorbei. Ich habe dann erstmal alles kontrollieren lassen und er hat mich dann erstmal gefragt, wo haben Sie denn Schmerzen? Und dann habe ich ihm das gezeigt und er sagt, okay, also da sitzen auf gar keinen Fall die Nieren. Das ist die Muskulatur am Rücken. Aber wir machen einen Ultraschall, um auszuschließen, dass es Nierenkoliken, Nierensteine, Gallensteine, was auch immer, mit der Blase irgendwas ist, dass er urologisch das alles einmal abcheckt. So, das hat er auch gemacht und kam zu dem Entschluss, dass ich überhaupt keine Nierenentzündung habe. Also mir fehlen immer noch die Worte. Ja, sie haben alles kontrolliert und es wäre keine Entzündung vorhanden. Ich soll sofort das Antibiotika absetzen, weil das war ja ein Hammer-Antibiotika, also wirklich sehr, sehr hoch dosiert. Und ich habe keine Entzündung, da mache ich mir ja nur andere Sachen mit kaputt, deswegen direkt absetzen. Ja, und dann hat er am Rücken eben rumgetastet und ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich so schlimme Schmerzen da hatte. Und er hat mir von Anfang an angesehen, wie verkrampft ich war. Ich saß da auf dem Stuhl, ich war so verkrampft, ich hatte so Angst. Er kennt mich überhaupt nicht und hat sofort mir angesehen, dass ich total verspannt bin, ängstlich bin und hat mir dann erstmal die Angst genommen, hat mich, wie gesagt, untersucht, hat gesagt, aus urologischer Sicht bin ich kerngesund und er ist ziemlich fest der Meinung, dass das ein Rückenproblem ist, also dass das von den Muskeln herkommt, dass die Nerven komplett entzündet sind am Rücken. Also ich hatte ja wirklich so Schmerzen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Erst recht, als er mich dann untersucht hat. Ich soll das jetzt erstmal mit Ibuprofen weiter, also Ibuprofen weiternehmen, dass diese Schmerzen erstmal weggehen, wärmen. Das habe ich ja die ganze Zeit auch nicht gemacht. Ich habe mich nicht getraut zu wärmen, weil ich dachte, das ist eine Entzündung. Dann wird das ja umso schlimmer, wenn man wärmt. Ja, und dann war ich erstmal ein bisschen erleichtert natürlich. Auf der anderen Seite war ich auch total verängstigt, weil, ja, dritte Arzt, dritte Diagnose. Also ich wusste echt nicht mehr, wem soll ich glauben, was soll ich glauben. Ja, naja, auf jeden Fall hat meine Mama gesagt so. Also ja, genau, ich hatte auch die Krankenhaustasche schon gepackt, weil ich wirklich fest der Meinung war, ich fahre jetzt ins Krankenhaus, die müssen das mal durchchecken. Also ich hatte wirklich schlimme Schmerzen und auch die Praxis bei der Urologie hat auch gesagt, packen Sie sich schon mal Ihre Sachen, einfach nur notfallhalber, falls wir Sie weiter schicken, dass Sie alles schon dabei haben.
Ja, und ich war fest der Meinung, ich habe mich morgens von Maddie verabschiedet. Ach, das war so schlimm, weil ich dachte, ich gehe jetzt ins Krankenhaus, ne? Naja, und meine Mama sagte dann so: Du machst jetzt einen Krankenhaustag bei mir zu Hause. Einfach mal einen ganzen Tag nichts hören, nichts sehen, nichts machen müssen. Ich habe mich bei meiner Mama aufs Bett gelegt oben. Wir haben viel geredet, entspannt. Ich war dann aber auch mal mit meiner Mama, ich glaube 20 Minuten, einfach mal ein bisschen spazieren, ein bisschen laufen. Das hat mir auch gut getan. Viel gewärmt und habe mich mal so richtig verwöhnen lassen, muss ich echt sagen. Ich bin meiner Mama da so, so dankbar, weil da war ich so nicht die starke Mama, sondern da war ich die hilflose Tochter doch mal wieder. Ja, die einfach diese Unterstützung gebraucht hat. Also ja. Ich hatte so einen richtigen Urlaubstag. Ich habe mich echt mal um nichts kümmern müssen. Ich musste nichts zu essen kochen. Ich musste keine Spülmaschine ausräumen. Ich musste keine Wäsche machen. Ich musste nicht saugen. Und ich musste mich auch nicht um die Kinder kümmern. Das hat meine Schwiegermama dann übernommen. Ich habe einfach mal den Tag wirklich ja, für mich, also für mich und meine Mama gehabt. Und mir ging es dann auch wirklich abends schon wesentlich besser. Ich habe ja dann Schmerztabletten genommen und auch diese Wärme hat mir sehr, sehr gut getan. Genau, das war dann der mit, nee, das war dann der Donnerstag. Ja, und am Freitag, genau, hatte ich euch ja auch im letzten Vlog schon erzählt, hatte ich dann ja nochmal diese Ultraschalluntersuchung, um zu gucken wegen den Nieren, ob sie denn noch so schlimm aussehen. Und allgemein diese Ultraschalluntersuchung. Da war ich dann auch und er hat auch nichts feststellen können, dass was mit den Nieren ist, mit der Blase, mit der Galle. Also er hat ungelogen eine Stunde Ultraschall bei mir gemacht, alles abgeguckt, alles abgemessen. Und er sagte auch, ich habe, glaube ich, mehrere Baustellen. Also diese Blinddarmgeschichte, die war definitiv da. Ganz am Anfang hatte ich ja eine Blinddarmentzündung. Denn er hat den Blinddarm durchgemessen und der ist jetzt wieder wesentlich kleiner geworden. Der war am Anfang viel, viel größer, also war entzündet. Der ist jetzt auf jeden Fall wieder normal groß, ne? Also da ist nichts mehr. Ja, und dann habe ich ja immer noch so auch vorne am Bauch mal diese Schmerzen. Es kommt und geht. Und er hat dann mit dem Ultraschall auch da so reingedrückt und hat gesagt, also genau da, wo ich diese Schmerzen zu dem Zeitpunkt am Freitag auch hatte, dass die Bandscheibe da sitzt. Hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, also rund um den Bauchnabel so, ne? Hat er da reingedrückt und hat gesagt, genau hier sitzt die Bandscheibe. Ja, und den Rücken nochmal abgetastet und gesagt, also er tippt darauf, er ist natürlich jetzt kein Orthopäde. Aber von den Befunden und von dem, was er sich jetzt gerade anguckt, tippt er sehr darauf, dass das ein Bandscheibenvorfall ist. Ja, das war dann die dritte Diagnose, die mich von den Socken gehauen hat. Und er war aber der Erste, der dann gesagt hat, so, ich mache jetzt ein Blutbild. Wir machen jetzt mal ein Blutbild, um zu gucken, sind da noch Entzündungswerte oder nicht? Ja, das könnte verfälscht worden sein durch das Antibiotika, was ich ja dann auch die ganze Zeit über genommen habe. Aber trotzdem wollte er einfach den aktuellen Stand haben, wie es mit den Entzündungswerten aussieht. Genau, das hat er dann auch noch gemacht und hat gesagt, wenn die schlecht sind, natürlich, wenn irgendwas auffällig ist, meldet er sich. Ich hatte dann gestern angerufen und die haben gesagt, das ist alles, sieht alles super aus. Also von den Entzündungswerten ist alles gut. Es ist nichts auffällig, also konnte ich mich da jetzt auch mal beruhigen, aber ich muss definitiv was für den Rücken machen und mal beobachten, ja, wie das so weitergeht. Wenn es absolut nicht besser wird, muss ich einmal ins MRT. Da komme ich dann nicht mehr drum rum. Ich bin mal gespannt. Gestern war es wieder ein bisschen schlimmer von den Schmerzen, aber nicht mehr so schlimm, dass ich es nicht mehr ertragen kann, wie es letzte Woche Mittwoch war, auf gar keinen Fall. Aber es kommt und geht. Es ist auch so ein bisschen tagesformabhängig, habe ich manchmal so das Gefühl. Ja. Alles nicht so schön. Alles nicht so schön, muss ich echt sagen. Aber ich bleibe trotzdem positiv. Ich hoffe, dass es besser wird.
Dann mache ich natürlich auch einen Termin mal beim Orthopäden, um das dann durchchecken zu lassen, ob es das wirklich ist oder nicht. Ja, es ist ja jetzt schon wie viele, viele Wochen verschleppt worden, beziehungsweise ich kann ja gar nicht sagen verschleppt. Ich war ja beim Arzt, aber nicht erkannt oder keine Ahnung, was sage ich dazu? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall schleppe ich das schon viele Wochen in mir und dann ist es halt auch nicht von heute auf morgen weg. Das braucht seine Zeit. Naja. Ich muss mich trotzdem noch sehr, sehr viel schonen. Ich muss aufpassen. Ich muss einfach wirklich auf mich selber so aufpassen. Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Auf jeden Fall geht es mir heute wieder ein bisschen besser. Deswegen nehme ich auch die Kamera heute wieder mit. Heute hat der Lennox wieder seinen Zahnarzttermin. Dem ging es auch die letzte Woche gar nicht so gut. Er hat wirklich starke Schmerzen gehabt. Er konnte, ich glaube, 3 oder 4 Tage tatsächlich kaum was essen und am Lennox ist ja schon nichts dran. Ach, das hat mir so leid getan und mittlerweile kann er wieder ganz normal essen. Gott sei Dank. Und heute hat er den nächsten Termin, heute kriegt er dann die Spange unten, aber die kann er rein und rausnehmen. Also ich glaube, das ist dann ein bisschen, naja, ich weiß es nicht. Da tut sich auch was, da kommen bestimmt auch wieder die Schmerzen. Aber das ist ein paar Tage und dann geht das auch wieder weg. Da bin ich mal gespannt. Genau, und danach ist noch Judo. Also ich bringe Marlon schon vorher zum Judo. Dann fahre ich mit Lennox einmal zum Zahnarzt und dann bringe ich Lennox zum Judo, wenn es ihm gut geht, wenn er Lust drauf hat. Also er möchte unbedingt. Aber ich habe gesagt, warte erstmal ab, wenn die Spange sitzt, wie es dann ist. Und ja, ansonsten steht heute gar nicht so viel an. Die Kinder haben heute zum Glück keinen Ganztag. Der fällt heute aus. Die haben heute nur 6 Stunden. Das ist richtig cool. Da haben wir dann noch ein bisschen was vom Tag. Und ja, ab morgen haben die Projektwoche. Und dann sind schon nächste Woche Zeugnisferien. Dann gibt es schon Halbjahreszeugnisse. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, oh Gott, ich sehe gerade meinen Arm. Ich zeige euch mal meinen Arm. Da seht ihr meinen Arm. Ich habe ja eigentlich keine schlechten Venen. Ich glaube, man sieht die auf dem Bild auch sehr gut gerade, die Venen, ne? Aber am Freitag, wo er Blut abnehmen wollte, hat er nichts gefunden hier oben. Und hat er mir hier am Unterarm Blut abgenommen. Oh, das war ein bisschen unangenehm. Aber ich will nicht meckern. Ich bin froh, dass das jetzt gemacht wurde. Dass ich Gewissheit habe, dass von den Entzündungswerten schon mal nichts auffällig ist und so. Und genau. Kopf hoch, weitermachen, positiv bleiben. Und so ein bisschen die Angst ausschalten. Daran muss ich arbeiten, weil ich immer sehr, sehr schnell Angst bekomme. Das ist halt so mein Ding, mein Kopf. Ja, spielt da manchmal ein anderes Spiel als mein Herz. Aber ja, daran muss ich arbeiten. Genau. Jetzt wisst ihr erstmal aktuell Bescheid. Ich hoffe, nächste Woche komme ich nicht mit einer vierten Diagnose um die Ecke, weil dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also ehrlich, das ist ja jetzt schon 3 verschiedene Ärzte, 3 Meinungen. Ja. Also ich möchte keine vierte hören. Also ich muss jetzt schon drüber lachen, obwohl es echt nicht zum Lachen gibt. Also das ist eher traurig als alles andere. Aber ja. Naja. Jetzt werde ich noch ein bisschen Hausarbeit machen. Also ein bisschen was. Ich muss die Spülmaschine ausräumen. Die strahlt mich da hinten schon an. Die ist fertig. Dann muss ich noch ein bisschen Wäsche machen. Die Wäsche, Berge, oh Gott, also wenn ich 2 Tage keine Wäsche mache, Leute, es ist unglaublich. Wir haben so viel Wäsche, boah. Ja, auf jeden Fall Wäsche machen. Und dann muss ich nochmal, bevor ich den Maddie abhole, einkaufen gehen. Denn die Jungs hatten sich heute Kartoffelbrei gewünscht mit Rindswürstchen. Und ich habe von gestern noch ein bisschen Bohnengemüse über. Gestern gab es nämlich Fisch bei uns. Da muss ich nämlich einmal zum Türken unsere Rindswürstchen da holen. Kartoffeln brauche ich und so ein bisschen Gemüse. Weil die Jungs, die essen nicht so gerne gekochtes Gemüse, die essen am liebsten roh. Und deshalb schnibbel ich mittags und abends ganz oft einfach so einen Rohkostteller. Das essen sie total gerne. Und ich esse dann die Bohnen noch. Genau, dann ist das Mittagessen eigentlich auch schon geplant. Das werde ich ja nachher noch eben besorgen. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, was heute noch alles passiert. Ich habe jetzt soweit alles erledigt. Die Küche ist clean.
Die Wäsche ist gemacht, Spülmaschine ausgeräumt. Ich habe einmal komplett durchgesaugt und durchgewischt. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich gehe mal raus in den Sturm. Es ist heute so heftig windig. Wahnsinn. Die ganze Nacht war schon richtig stürmisch. Ja, und jetzt ist es immer noch so windig. Ich werde jetzt meine Mütze aufsetzen, dann sind meine Haare wieder platt. Aber egal, sonst fliegen mir die Haare weg. Das ist wirklich krass. Ja, werde jetzt noch ein paar Erledigungen machen, Besorgungen machen und dann holen wir den Maddie ab. Genau. So, ich habe den Maddie abgeholt vom Kindergarten und jetzt haben wir uns nochmal hier in sein Spielzimmer gesetzt. Wir wollten jetzt noch eine halbe Stunde spielen und in einer halben Stunde beginne ich dann mit dem Mittagessen. Denn in einer Stunde kommt Marlon und Lennox schon. Und der Roboter. Und der Roboter kommt. Der große Roboter. Maddie wollte ihn mal zeigen. Boah. Cool. Richtig cool. Ja, Maddie hat da den Rollladen runtergemacht, weil ihm die Sonne sonst ins Gesicht scheint. Und er spielt am liebsten vorm Fenster. Ja, was wollte ich sagen? Genau, es ist ganz cool, dass in einer Stunde die Jungs schon kommen, denn ich glaube, dass die heute keine Hausaufgaben aufhaben, weil ab morgen ist ja eine Woche Projektwoche. Und dann können sie sich entspannen. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück, genau. Ich bin auch 5 Jahre. Ja, du bist auch 5 Jahre. Kannst du die alle tragen? Okay. Ja, dann können die Jungs sich nämlich heute so ein bisschen ausruhen. Normalerweise ist es nämlich mittwochs immer ein sehr straffer Zeitplan. Maddie kommt nach Hause und im Kindergarten ist am Husten. Werd mir nicht krank. Genau, sonst ist immer ein richtig straffer Zeitplan. Die haben bis 4 Uhr mittwochs normalerweise Schule und um 4:30 beginnt Judo schon. Das ist dann immer sehr, sehr knapp. Aber heute haben sie ja 2 Stunden Pause. Was möchtest du noch zeigen? Den Zug. Den hast du vom Bord sehen, ne? Richtig cool. Von der Deutschen Bahn. Machst du jetzt deine Spielzeuge alle vorstellen hier? Baby Yoda. Das ist ein guter Freund von dir, ne? Genau, ich packe jetzt die Kamera mal weg. Dann spielen wir eine Runde und dann machen wir uns sonst Mittagessen. Oh nein! Ich habe jetzt meinen Kinderfilm angemacht. Und ich war ja noch vorher einkaufen, habe jetzt so richtig dicke, fette Grill- und Ofenkartoffeln mitgenommen. 4 Kilo Sack. Aber ich liebe diese dicken Kartoffeln, da muss man sich nicht so totschälen. Also geht's mal ab ans Schälen. So, ich habe jetzt schon mal alles vorbereitet. Ich habe die Kartoffeln geschält, die stelle ich jetzt gleich an. Das gibt ja Kartoffelbrei. Dann habe ich ja vom Türken frische Rindsbüßchen geholt. Und hier habe ich noch von gestern ein bisschen Bohnengemüse. Das mache ich mir warm. Und den Kindern schnibbel ich jetzt noch ein bisschen Rohkost. So, der Rohkostteller für die Kids ist schon mal fertig. So, Mittagessen ist fertig. Jungs sind da. Dann essen wir erstmal. So, wir sind jetzt fertig mit Essen. Jungs haben auch Hausaufgaben fertig. Oder Lennox, der hatte eine Kleinigkeit nur auf. Und irgendwie komme ich gar nicht zum Vloggen heute. Ich habe irgendwie sehr, sehr wenig gevloggt, ne? Ich muss erstmal wieder in den Flow reinkommen. Aber mir geht's richtig gut heute. Ach, ich darf es gar nicht beschreien. Ich hoffe, es bleibt so. Auf jeden Fall kam Maddie heute im Kindergarten mit was so Süßem nach Hause, etwas gebastelt. Ich zeig's euch mal. Unter anderem hat er hier sowas gebastelt. Da war er ganz stolz drauf. Mit Glitzer und so. Wie so ein Puffmais sieht das aus. Und hier mit Blumen. Voll niedlich. Und das fand ich total süß. Hat er einen Hund gebastelt. Wie niedlich sieht das denn aus? Hat er komplett alleine ausgeschnitten. Und er steht tatsächlich auch. Finde ich so niedlich. Ja, so langsam bastelt er immer mehr und mehr im Kindergarten. Das freut mich immer total. Ich frage ihn gefühlt jeden Tag, und hast du heute im Kindergarten was gemalt oder gebastelt? Ich glaube, Jungs sind sowieso nicht so die Bastelfreaks oder die viel malen. Ich glaube, Mädchen sind da ein bisschen kreativer. Also ich sehe auf jeden Fall ganz viele Mädels im Kindergarten, immer mit ganz toll gebastelten Bildern und da denke ich immer nur, oh, ich will auch sowas. Aber heute kam er nach Hause und hat was richtig Süßes gebastelt. Habe ich mich richtig drüber gefreut. Ja, ich hoffe, Maddie wird jetzt nicht krank. Der liegt echt auf der Couch und ist so ein bisschen am Husten und so ein bisschen groggy.
Ja, ich habe jetzt meine Schwiegermama gefragt, ob sie zu Hause ist. Deswegen werde ich ihn jetzt auch gleich zu Hause lassen, wenn ich Marlon zum Judo fahre und mit Lennox zum Zahnarzt fahre. Dann kann er zu Hause bleiben. Nemo, und da kommt ja dann auch, ich glaube, eine halbe Stunde später. Und ja, dann fahren wir gleich mal zum Zahnarzt. Da bin ich echt mal gespannt. So, wir sind jetzt beim Judo angekommen und warten noch eben 5 Minuten, bis die aufmachen. Und dann, ja, warten wir noch 10 Minuten, 15 Minuten. Dann geht's weiter. Ja. Marlon fängt schon an. So, wir haben Marlon jetzt beim Judo abgeliefert. Lennox geht jetzt noch was trinken. Wir stehen schon vom Zahnarzt und dann geht's rein. Ich bin mal gespannt, ob er die Zahnspange tatsächlich heute bekommt. Ja, und danach fahre ich ihn wieder zum Judo. So, alle Jahre wieder, wollte ich schon sagen. Nee, jede Woche wieder. Ja. Noxi. Geht's ab zum Zahnarzt. Ja. Ja. Wir sind hier wieder in dem wunderschönen Wartebereich für Kinder. Wir haben uns jetzt hier hingesetzt. Ja. Und sind echt mal gespannt, was heute gemacht wird. Und danach geht's nochmal zum Judo. Weil heute ist 3 Stunden, also bis 7:30 Training. Und ja, ich denke mal, sind um 4:45 hier wieder draußen. Deswegen packen wir das. Der Nemo ist jetzt gleich zu Hause bei Maddie. Die wollten zusammen noch was spielen. Und dann wollten die wahrscheinlich schon Abendbrot essen, bis wir dann kommen. Noxi hat es jetzt gleich geschafft. Muss noch aushärten, dann sind wir fertig. So, wir sind jetzt fertig und Noxi kann ja mal kurz zeigen, was er da jetzt hat. Mhm. So ein Lip Bumper nennt sich das. Aber den müssen wir jetzt gleich noch einmal rausmachen. Denn jetzt geht es ja erstmal ab zum Judo. Ja, noch 1,5 Stunden kann der Noxi jetzt mit trainieren. Aber ist nicht schlimm. Ich glaube, dass ich jetzt einfach da sitzen bleibe, weil bis wir da sind, also für 1 Stunde fahre ich jetzt auch nicht mehr nach Hause. Aber ich werde gleich mal niemand zu Hause anrufen, was sie machen. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Oh, ich bin richtig K.O. Wir haben jetzt 7:45. Ja, die Kinder haben jetzt geduscht und wir essen jetzt noch was zu Abend. Maddie ist auf der Couch eingeschlafen. Der hat richtiges Fieber. Der ist knallrot. Niemand hat gesagt, er hat richtig doll gehustet den Nachmittag noch, also den Abend noch. Und hat jetzt richtig Fieber. Also ich habe nicht gemessen, aber der ist glühend heiß. Jetzt brütet er was aus. Oh Mann. Naja, dann bleibt er auf jeden Fall jetzt morgen zu Hause und ich mache es mir mit ihm gemütlich. Da muss ich auch nicht wegfahren, in den Kindergarten abholen. Dann bleiben wir morgen zu Hause und ja, genau. Jetzt versucht Lennox gleich die Spange mal nach dem Essen alleine reinzusetzen, weil die kann man ja rein und raussetzen, rein und raus machen. Und wir saßen echt fast 2 Stunden beim Zahnarzt, aber es wurde angepasst und er hat es halt wirklich auch lange geübt mit dem Rein- und Raussetzen. Er hat hier hinten so 2 Schnallen, Schlaufen, da wird das dann quasi reingesetzt und diese Spange drückt die Zähne halt so ein bisschen nach hinten, damit er hier unten Platz gewinnt. Genau, das ist halt so ein bisschen Übungssache, sag ich mal, und ja, er soll sie so oft wie es geht am Tag und in der Nacht anziehen. Umso schneller geht es auch vorbei. Beim Sport und so natürlich nicht, beim Essen und so raus. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob er das gleich alleine reinkriegt. Und dann ja, hoffe ich, dass er auch keine Schmerzen bekommt. Bei der oberen Spange hat er schon echt 3-4 Tage Schmerzen gehabt. Aber das ist ja auch umgegangen. Also wird es dann auch umgehen. So, ihr Lieben, ich mache jetzt noch Essen, wie gesagt, und dann lege ich mich aufs Sofa. Mein Arm wird auch gerade lahm. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, wenn ich das nächste Mal mich bei euch melde, dass ich nicht mit einer 4. Diagnose um die Ecke komme. Also das wäre echt eine Katastrophe. Dass es mir dann wieder ein Stückchen besser geht. Also dass wir den Weg nach oben finden und nicht nach unten. Also drückt mir die Daumen. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüssi.